Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind wieder bei 30 Days PSP und das ist. Ja, mach voran. Das ist Mortal Kombat Unchained. It was not by chance that this trouble came to be. The blame falls squarely upon my shoulders for giving evil the chance it needed. And therefore fulfilling an ancient prophecy. Raiden's Earthrealm champions had failed to stop the Deadly Alliance from fully resurrecting the mummified army of the Dragon King. In the end, only Raiden himself stood between Earthrealm and total destruction. Defying the Elder God's wishes, he alone challenged Quan Chi and Shang Tsung in mortal combat. Earthrealm's last hope for freedom. Raiden fought well against the two sorcerers, and it seemed as though victory was at hand. But the combined might of Quan Chi and Shang Tsung proved to be overwhelming, even for a thunder god. Raiden was defeated. The Deadly Alliance had won. Their victory was short-lived. As suspicion and lust for power overcame both Quan Chi and Shang Tsung, the former allies turned on each other. The Deadly Alliance was no more. So ist das im Mortal Kombat Universum. Dragon King. Ich spoile mal. Ruler had returned. Onaga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. The prophecy had been fulfilled. The Dragon King had indeed returned to Outworld to reclaim his army and impose his dominance. Death awaited all who stood in his way. So it was that a new alliance was formed out of desperation. Sworn enemies joined forces to combat a greater threat. Raiden began to realize that even their combined might was not enough to defeat the Dragon King. Only one chance left. Raiden's sacrifice was in vain.
for the blast had little effect on the Dragon King. Now Onaga has what he needs to shape the realms as he sees fit. I was the fool who brought him this power. Only I can destroy this threat, born of deception. Ja, Mortal Kombat Unchained. Oder besser bekannt als Mortal Kombat Deception. Das ist halt die BSB-Version davon. Und ich glaube, die hat auch noch tatsächlich was anderes, was die anderen nicht haben, weil das Ding kam tatsächlich später. Genau, Puzzle Combat. Das ist halt Battle Chess. Nach Mortal Kombat Regeln. Werde ich euch auch mal irgendwann zeigen. Das ist die Krypta. Das ist der Story-Modus. Bei uns total super besetzt mit Eroberung. Im Original eben Conquest-Mode. Natürlich mit K. Wir sind hier bei Mortal Kombat. Der Ratchet sagt, nachdem der ein Schachvideo gemacht hat, kann ich das auch mal. Vielleicht machen wir mal 30 Tage Schach. Mal gucken. So. Ich zeige euch mal einfach das und dann zeige ich euch mal ein bisschen was vom Story-Modus. Ich guck mal gerade, ob mir direkt was auffällt, was wir in der anderen Version nicht haben. Ich überlege gerade, gibt es hier irgendwas? Das ist jetzt wieder eine Hardcore-Frage, die ich gar nicht so direkt beantworten kann. Ob mir irgendwas auffällt. Ja, Liu Kang ist in dieser Version übrigens noch ein Zombie, falls das jetzt einer storytechnisch weiß und so. Was? Ja, für Liu Kang war es in den letzten Jahren nicht mehr ganz so gut. Komm, nehmen wir den Klassiker. Also der Arcade-Modus ist so wie immer. Man kämpft die ganze Leiter durch und hat dann zum Schluss den Bossgegner. Und genau, stimmt, das war das noch mit den verschiedenen Kampfmodi. Stimmt, das kann man ja auch noch machen. Wechselt man denn hier im Kampfstil? Achso, wir haben ja noch die analogen. Nee, auch nicht unbedingt. Also übrigens der Stage Fatality. Wenn man da die Leute reinschmeißt übrigens. Aber sonst ist es ein solides Mortal Kombat. Ist nicht unbedingt das beste Mortal Kombat, was man jemals hatte, aber ist halt das für die PSP. Das für die Vita, was es gab. Das hat er tatsächlich, und das ist kein Scherz, Touchscreen-Controls. Falls irgendeiner mal Mortal Kombat mit Touchscreen zocken will, der kann das dann gerne machen. Na komm. Aber sonst wieder, ist ganz solide. Da sieht man, glaube ich, relativ gut, dass die PSP halt so auf dem Niveau von einer PS2 ist. Weil für PS2-Verhältnisse würde man sagen, okay, das ist noch, sieht ein bisschen arm aus. Aber PS2 kommt schon ganz gut hin.
Gegen Onaga kriege ich wahrscheinlich sowieso die Hucke versohlt. Schön, dass du weißt, wie man den Stile wechselt. Ich darf das nicht. Ah, darf ich doch. Ah. Vielleicht muss man da tatsächlich erst irgendwas von der Leiste aktivieren. Das heißt, der müsste doch eigentlich dann auf Waffenkampf auch gehen, oder? Ja, genau. Ein bisschen kann ich's doch noch. Das ist genau richtig. Scorpion gegen Sub-Zero einer tropischen Insel. Herzlich willkommen bei Dead or Alive Paradise. Und im Hintergrund wird Volleyball gespielt. Okay, das ist schon mehr das passende Setting. Na komm. Werde ich nicht. Unfair. Unfair. Nur weil Sub-Zero sein eigenes Spin-Off-Game hat. Gut, mein Scorpion hat jetzt seinen eigenen Film. Wobei Scorpion da übrigens gar nicht so viel drin spielt. Ist auch total gut, super gemacht. Habe ich hier übrigens auch liegen, also. Ich bin einer der wenigen, der tatsächlich, war ist das Ding richtig? Mortal Kombat Legends sein eigen nennt. Ja, ich habe den tatsächlich. Das ist nicht nett. Nein. Dann kommen wir jetzt mal kurz, einmal kurz in den Story Mode. Ihr habt zwei Fatalities in einem Video, ne? Mein Gott, ey. Wie das schön. Jetzt zerschmescht aber auch den Like-Button. Und so. Ein Profil benötigt. Ich habe kein Profil. Also Leute, die mich kennen, wissen das. Ja, ich bin Spieler 1. Ja, Speicher. Profil erstellen. Habe ich auch gerade gemacht. Jetzt will er mich aber trollen hier. Speichern. Ha! Verrückt. So. Ach so, Code eingeben. Das war tatsächlich im Original auch so.
dann haben sie es hier tatsächlich übernommen. Falls man ja, ne, mit verschiedenen Profilen zockt. Story. Mortal Kombat Conquest. Shang Tsung, I will win the Mortal Kombat Tournament and free Earthrealm from your tyranny. Is that so? Then it seems I will need a stronger opponent to defeat the great Kung Lao. Goro, fight! Also sie spielen gerade Mortal Kombat 1 nach. Also das erste Mortal Kombat, also nicht das erste Game. Also, ne? Ja, ich spiele Mortal Kombat wegen der Story. Das tue ich bei Dead or Alive übrigens auch. Ah, was hat sein Schicksal wohl auf, ne? Zu erwarten und so? Wir erfahren es direkt nach dem Ladebalken. Ach so, jetzt dürfen wir erstmal. Ach, stimmt, es ist Tutorial, ne? Habe ich schon erwähnt, dass ich Tutorials super geil finde? Toll, ich kann mich bewegen. Do not assume that offensiveness is off. Na komm. Willst du mich mal angreifen, du Vogel? Toll. Ja, ich glaube, das Tutorial brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Weil... Der Conquest-Mode ist eine Möglichkeit, um alles zu lernen. Das heißt, ihr lernt die Fatalities. Ihr lernt Finisher. Die Story ist aber bei dem Game richtig gut, weil ihr reist tatsächlich durch die ganzen Welten. Also die ganzen Welten, die ihr mal irgendwo im MK-Universum mitgekriegt habt, ist ein Teil davon. Und Chojinko, den ihr im Intro gesehen habt, hat sehr viel mit dem Dragon King zu tun. Und ist eigentlich nicht ganz so unschuldig an das, was dann an Mortal Kombat Armageddon passiert. Wo danach dann der Reboot kommt. Und jetzt mittlerweile haben wir ja alternative Zeiten und hast du nicht gesehen. Wo da keiner mehr mitkommt. Aber ist egal, ne? Hauptsache es funktioniert. Nein, aber es ist ein solides Ding. Funktioniert auch von der Steuerung. Was man ja immer nicht ganz so erwarten kann bei Portierung, aber das geht. So, ich bin euer Mr. Venom 1974. Einen haben wir in dieser Aufnahmesession noch. Und das machen wir jetzt. Bis gleich.